Die Elche sind da. Wir fahren die E6 nordwärts Richtung des Dovrefjell-Nationalparks. An diesem Stellplatz soll es gute Möglichkeiten geben, Elche zu sichten. Genau so. Guck mal, da gibt es einen Tümpel. Sau spannend. Annette ist gerade vom Gassigang mit Mara zurückgekommen. Und sie hat gesagt, die Elche sind da. Und zwar, man kann sie angeblich von dieser Plattform hier sehen. Mara wedelt schon mit dem Schwanz. Sie würde am liebsten die Elche jagen. Willst du am liebsten Elche jagen, der Märchen? Na du Kleine, na du. Wo sind die da? Oh, da ist was Dickes. Da sind zwei ganz große Bullen. Boah, da sind sie ja. Hammergeil. Das ist echt der Wahnsinn. Bin jetzt fast vom Stangerl gekippt. Kommen natürlich fett wieder Autos durch. Da kommt noch einer. Wir haben früher die Elche als gedacht bekommen. Annette benutzt jetzt meine Kamera als Spektiv. Leider ist das nur die Kameravergrößerung des Bildes. In Wirklichkeit ist das so. Der ist dann so ein kleiner Böbel da. Boah, das ist ja ein Männchen mit Schaufeln. So viele Elche auf einem Fleck zu sehen, ist echt beeindruckend. Trotz des Autolärms strahlt die Szenerie etwas urig Ruhiges aus. Eigentlich wollte ich hier nur das Gewässer filmen. Erst auf dem Laptop-Monitor stelle ich dann fest, dass ich versehentlich irgendein Säugetier dabei gefilmt habe, als es aus dem Wasser stieg. Hier nochmal das Ganze zweifach vergrößert. Ich tippe auf einen Biber. Wir können uns an den Elchen nicht satt sehen. Mittlerweile sind auch die anderen Reisenden auf dem Aussichtsturm. Die Trampelei bringt den Holzboden zum Wackeln und das überträgt sich auf Vitos Stativ. Ruhiges Filmen ist jetzt kaum noch möglich. Einige Elche sind ganz nah am Gehölz und schwer auszumachen. Das ist jetzt ein Bulle und eine Kuh. Vielleicht bocken sie auch noch. Geiler Scheiß, ne? War nur kurz mal Gasse gehen, ne, wieder. Mara und ich, wir haben es gefunden. Ja. Yeah. Jetzt wird es Zeit, ins Warme zu gehen. Ich will euch jetzt was Schönes zeigen, ganz Lustiges. Und zwar gibt es hier in Norwegen so schöne Klos. Da kommt man nur rein, indem man hier irgendeine Karte mit magnetischem Streifen, in dem Fall ist das meine EC-Karte, durchzieht. Und dann kommt man da rein. Und jetzt, angeblich wird das nicht belastet, das Konto. Und jetzt muss man, um das Ganze abzusperren, hier aufs rote Knöpfchen drücken. Und dann anscheinend noch das da drehen. Toll, ne? Ich frage mich, was soll das? Früher waren das einfach nur quasi Knöpfe zum Drehen oder irgend so ein Schieber zum Schieben und das war zu. Und auf der anderen Seite war ein rotes Zeichen, das hat gezeigt, belegt. Und jetzt braucht man ein kompliziertes elektronisches System auf beiden Seiten, das strombetrieben ist, Energie verschwendet und Ressourcen verschwendet. Also um diese elektronischen Sachen zu bauen, seltene Erden und weiß der Geier, was da verbaut wird. Also Leute. Ihr wisst schon, was ich meine. So, der Rest ist privat. Und hier an der Tür gibt es auch noch eine 5-Punkt-Bedienungsanleitung für das Ganze. Auf Norwegisch und auf Englisch. Geschäft erledigt. Jetzt muss ich das Ganze entriegeln
und aufs grüne Knöpfchen drücken, dann komme ich raus. Wir schauen uns jetzt ein Naturreservat an. Weißt du den Namen noch? Fuxumira. Ah ja. Und hier geht es über eine schöne Brücke. Aber kommen wir da überhaupt weiter? Da baut einer. Hi. Hi. Can we go on here? Yes. Yes. Hier drüber mit Hund. So ist gut. Ja. Feines Ding. So, da darf man jetzt durch den Matsch gehen. Ja, jetzt wird sumpfig, jawohl. Man läuft hier an so einem Zaun entlang. Und auf der anderen Seite sind die Gleise. Bisher sehr unspektakulär das Ganze. Auch wenn es eine schöne Landschaft ist. Jetzt wird es interessant, hier geht es unter den Gleisen weiter. Eingedunkt im Sumpf. Schau. Oh Gott. Na, bist du zufrieden, Märchen? Und hier ist ein Tor. Ganz schön lang. Wir sind anscheinend hier. Und hier geht's rum. Wir machen uns auf die Suche nach dem Aussichtsturm. Der Wind peitscht durch die Landschaft. Schwere Wolken hängen über uns. Ist schon was anderes als tropischer Regenwald. Also da drüben ist jetzt der Aussichtsturm. Dann hoffen wir mal, dass auch der Weg dahin führt. Und zwischendrin müssen noch irgendwelche Schafe sein. Oder Elche mit Glocken. Elche mit Glocken. Kommen Sie raus, wir hören Sie genau. Der Aussichtsturm steht direkt vor uns. Jetzt haben wir noch eine Raupe gefunden. Wir sind jetzt hier in diesem Beobachtungsturm. Es ist ziemlich eng hier. Nichts gesehen. Noch nichts gesehen. In der Ferne sieht man irgendwelche hellen Vögel. Haben wir das Fernglas dabei? Also ich hab's nicht, weil du das hattest. Dann habe ich es auch nicht. Okay. Sehr gut. Im Aussichtsturm hängen einige Bilder von Vögeln, die man hier beobachten kann. Ab jetzt haben wir den Turm für uns allein. Mara liegt entspannt zwischen den Hockern, während wir auf irgendeine Sensation hoffen. Die Landschaft ist schon mal sensationell. Die beiden Wanderer wirken irgendwie verloren in der rauen Natur. Sind die Wolken noch grauer, noch schwerer geworden? Hat der Wind noch mal zugelegt? Oder kommt uns das nur so vor? Ja, langsam, langsam, langsam. Super hast du es gemacht, schau. Und schon bist du unten. Ganz toll. Okay.
Ganz toll, meine Kleine. Was hast du denn da? Bist du jetzt fertig? Kann nicht mehr so stehen. Annette hat hier in dieser Birke gerade ein Nest gefunden, ein verlassenes. Das ist ziemlich groß, das Nest. So groß. Also quasi, ja, so 18 cm ungefähr. In der Länge von unten nach oben und Durchmesser, ja, schon nicht schlecht. Weg gefunden. Eine Abkürzung zurück. Es hat zu regnen begonnen. Die Expeditionsgruppe nähert sich einmal mehr dem blauen Wahnsinn. Hinein ins Vergnügen. Zieh durch! Jetzt! Hattest du Kaffee? Guten Morgen! Es gibt gleich Frühstück. Geil, so eine saftige Kiwi. Aber die Reihenfolge! Hier noch ein Zusatz zu meinem Klofilmchen. Jetzt sind die Instandhaltungsarbeiten an dem ganzen Klohäuschen im Gange und das ist da offen jetzt gerade. Und das Witzige ist, das habe ich ja noch gar nicht beachtet, um diese ganze Elektronik von dem Klo instand zu halten, beziehungsweise dass das überhaupt läuft, braucht man jede Menge Elektronik und die ist wohl in diesem Häuschen, das jetzt gerade offen ist. Und obendrauf sind ja noch Solarpaneele. Das heißt, sowas Simples wie ein gottverdammtes Klo, wo man reingeht, reinkackt oder reinpisst, mit einem ganz normalen Türschieber, manuell, analog, nichts Elektronik, bräuchte man wahrscheinlich die Hälfte oder ein Drittel an Ressourcen. Ja, so viel dazu. Over und aus. Jetzt gibt's endlich was, happy, happy. Wir wollen jetzt hier auf so einen Berg raufsteigen, wo man Moschusochsen eventuell sehen kann. Ja, und das ist die Anfahrt dafür. Ganz oben gibt es anscheinend eine Riesenfläche mit Parkplatz. Und Schlaglöcher gibt es auch jede Menge. Okay, da sind wir auf diesem fetten Parkplatz hier. Keine Wohnmobile. Kein Wohnmo? 23 bis 8 Uhr. Ja, hier oben darf man nicht übernachten. Ja, super. Wunderschöne norwegische Landschaft. So wie es aussieht, müssen wir da oben rauf. Das ist angeblich eine halbe Stunde, bis man zu dieser Hütte kommt. Prinzessin Eisenherz ploppt jetzt aus dem Van. So, Märchen? Märchen, komm. Komm. Ja, also wie ihr seht, ist es ziemlich windig. Annette hat sich hier volle Kanne eingedeckt mit Prinzessin Eisenherz Montur. Selbst ich habe lecker Mütze. Ja, muss auch sein. Winterklamotten im Hochsommer. Mhm. Und ab dafür. Hier gibt es noch jede Menge Informationstafeln. Und hier die Moschusochsen anscheinend. Das wäre schon geil, die zu sehen, oder? Na, da hat ein Kumpel getroffen. Oi. Gell, die tanzt für dich. Ja, das ist toll.
Kriegt man auch nicht alle Tage. Das war's jetzt. Okay, dann gehen wir. Ja, dann gehen wir. Viel Spaß noch. Aha, ein Zettel, eine Karte. Dann nehmen wir die mit. So, und da laufen wir jetzt rauf. Wir sind jetzt hier in der rauen norwegischen Tundra. Es fieselt ein bisschen. Ein rauer Wind weht hier durch die Gegend. Ah, wunderschön trotzdem. Da ist der blaue Wahnsinn. Wir sind jetzt gleich bei der Hütte und wir nehmen euch da jetzt mit. Was für eine grandiose Landschaft da vorne. Hammer. Das ist jetzt also die Hütte hier. Ich darf da rein und wir dürfen da nicht rein. Jetzt geht Annette auch rein. Und Mara muss draußen bleiben, weil Hunde da nicht rein dürfen. Oh, die ist ganz gechillt. Sieht man da was? Muss um 6 schon. Ja, ich weiß. Boah. Alter. Wunderschön hier. Das ist das Fell des Polarfuchses. Er hat dort im Visier einige von diesen Moschusochsen, beziehungsweise nur einen, aber ich habe den noch nicht gespottet. Das ist vom Rentier, ganz weich. So, Vito war in der Hütte, ich musste draußen sitzen mit Mara. Ja, ich kann nichts dazu sagen, weil ich nichts gesehen habe. Ja, ich habe auch nichts gesehen. Da soll angeblich ein Moschusochse gewesen sein. Der Biologe oder der Führer hatte sein Spektiv und sein Teleobjektiv mit der Kamera und mit dem Monitor drauf gerichtet. Und da hat sich irgendwas bewegt. Irgend so ein dunkler Böbel. Aber ich konnte leider das nicht finden. Weder mit dem Fernglas noch mit dieser Kamera hier. So dass ich nicht drauf zeigen könnte, ach, das soll angeblich der Moschusochse sein. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter, gucken wir uns die Landschaft hier an, ja, und schauen wir mal, was weiter ist. Da ist angeblich der Snohætta-Berg, der hat jetzt eine Wolkenkappe. Die sanften Hügel des Dovrefjell sind mit Tundra bedeckt. Weiter oben liegt schon oder immer noch Schnee. Irgendwo in dieser Landschaft tummeln sich einige Herden von Moschusochsen. Annette ist mit Mara schon zum Venn gegangen. Ich versuche trotz peitschendem Wind die Natur zu genießen. Hier geht es etwas tiefer runter. Die Weiten wirken schier unendlich. Dort unten liegt der Parkplatz. Ich habe langsam genug vom Wind. Okay, wir sind wieder zurück von der Wanderung. Und essen jetzt. Da sieht man mal wieder diesen Unterschied. Den seht ihr jetzt gleich. Vitos Teller. Und das ist mein Brettchen. Da ist nämlich überhaupt nichts mehr drauf, weil er immer so viel Brot braucht. Ja. Wir verlassen jetzt den Dovrefjell Nationalpark und wie lange müssen wir fahren? Wir müssen jetzt ungefähr 10 Minuten fahren und dann gibt es anscheinend einen Parkplatz, wo man auch natürlich übernachten darf und Niederländer und wo man auch eine Chance hat, vielleicht auch einen Moschusochsen zu sehen in der Nähe. Schauen wir mal.
Das war jetzt knapp mit dem Schlagloch. Wir sind jetzt an dem Parkplatz vorbeigefahren, denn der war direkt an der Straße hier. Und das ist zum Übernachten nicht so das Wahre. Und wir suchen dann gleich was Besseres oder was anderes, sagen wir es mal so. Ob es besser ist, Schlaglöcher, Schlaglöcher. Ja, und der ist doch eigentlich nett. Die machen wohl eine Durchschlageübung hier. Kommen Sie raus. Ja. Da ist nämlich Wasser für Mara. Meine Damen und Herren, Mara ist eingetunkt. Im Sumpf. Im Sumpf der Gefühle. Nach der Wanderung durch den windigen Dovrefjell-Nationalpark freuen wir uns schon auf einen ruhigen Stellplatz. Und nochmal. Ihr seid Zeuge, Jungs, Mädels. So gehört sich das im Tundra-Badezimmer. Wir erforschen hier die nähere Umgebung. Flechten machen einen großen Teil der Tundra aus. Aus der Luft kann man die vielen Tierwege gut erkennen. Hier sollen sich neben Moschusochsen auch viele Rentiere tummeln. Gesehen haben wir auf unserer Tour durch Norwegen aber keine. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns fürs Erste. Bis bald!